3.4 Geschlechterverhältnisse. Einer der häufigsten bürgerlichen Einwände gegen die anarchistische Forderung nach Abschaffung des Staates ist die Befürchtung, die Abwesenheit von Polizei und Justiz könne die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft den Angriffen von Gewalttätern aussetzen. Die beliebtesten Beispiele sind hier Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt. Wenn man nicht mehr die Polizei anrufen kann, wer garantiert dann die Sicherheit von Frauen vor sexistischen Übergriffen? Wenn die Gefängnisse geöffnet werden, wie hält man dann Vergewaltiger von dem Rest der Bevölkerung fern? Entsprechend dieser Grundannahme, dass insbesondere Frauen des staatlichen Schutzes bedürften, konzentrieren sich die öffentlichen Debatten um sexualisierte Gewalt häufig auf staatliche Maßnahmen, insbesondere die lückenlosere Überwachung des öffentlichen Raumes, die Verschärfung der Strafverfolgung und die Erhöhung der Strafzumessung. Solche Maßnahmen werden dabei keineswegs nur von Konservativen vorgeschlagen, sondern auch von einigen FeministInnen offensiv eingefordert. Die Konsequenz dieses Carceral Feminism, eines Feminismus, der gesellschaftlichen Sexismus durch Einsperrung und andere Mittel staatlicher Gewalt bekämpfen will, liegt darin, dass er zu einer Intensivierung und Vergrößerung des Einflusses des Staates im Leben und Zusammenleben der Menschen führt. Radikale FeministInnen und insbesondere AktivistInnen aus Communities of Color haben darauf hingewiesen, dass dies gerade die am meisten marginalisierten Frauen einer noch stärkeren Bedrohung aussetzt. So kommt es zum Beispiel vor, dass Frauen, die aufgrund häuslicher Gewalt die Polizei rufen, dann selbst Opfer von Polizeigewalt werden. Insbesondere Frauen, die ohnehin einen prekären Status haben, etwa weil sie Migrantinnen, Sexarbeiterinnen, Drogennutzerinnen oder Transfrauen sind, werden häufig als Störfaktoren wahrgenommen und sehen sich als Ergebnis polizeilicher Intervention oft staatlichen Repressionen ausgesetzt. Auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen lässt sich zeigen, dass die Zunahme repressiver Maßnahmen nicht zu einer Reduzierung, sondern zu einer Zunahme von Gewalt gegen Frauen führt. Verschiedene Studien haben zum Beispiel bewiesen, dass Polizisten 2 bis 4-mal häufiger häusliche Gewalt ausüben als die Gesamtbevölkerung. Hierfür lassen sich strukturelle Gründe identifizieren. Polizei und Gefängnis sind gesellschaftliche Institutionen, die per se auf Zwang als Problemlösungsstrategie setzen und die daher bei ihren AkteurInnen eine prinzipiell gewaltbereite Charakterdisposition fabrizieren. Der Carceral Feminism reproduziert zudem das maskulinistische Bild vom starken Staat als Beschützerinstanz, das letztlich die Abhängigkeit und Passivität von Frauen verstärkt. Das Scheitern repressiver Maßnahmen zur Bekämpfung von Sexismus bedeutet, dass andere als staatliche Umgangsweisen damit gefunden werden müssen. Die Initiative Inside, ein bundesweiter Zusammenschluss radikaler Feministinnen of Color in den USA, hat in einer Stellungnahme diese doppelte Frontstellung benannt. Einerseits erleiden Frauen täglich massive sexualisierte Gewalt, Benachteiligung, Ausbeutung und Unterdrückung. Andererseits haben die Strategien der Kriminalisierung und Inhaftierung diese Probleme nicht nur nicht effektiv adressiert, sondern führen im Gegenteil häufig zu einem retraumatisierenden Victim-Blaming und setzen zudem insbesondere Women of Color häufig der Gefahr staatlicher Repression aus. Ziel des Projekts ist es daher, Strategien gegen Gewalt sowohl in den als auch gegen die eigenen Communities zu entwickeln. Dabei setzt die Initiative auf Praktiken der Selbstorganisation durch Conscious Raising, gegenseitige Hilfe, Selbstverteidigung, direkte Aktion
und die Entwicklung von Konzepten der Community Accountability. Statt den Staat als Beschützer anzurufen, politisieren diese Frauen das Private, indem sie zum Beispiel ihre Gewalterfahrungen gemeinsam aufarbeiten, eine lokale und gesellschaftliche Öffentlichkeit schaffen und so vorherrschende Geschlechterbilder verändern, sich Fähigkeiten der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung aneignen, sowie ihre männlichen Partner und Freunde verantwortlich halten. Die betroffenen Frauen sind hier nicht länger Objekte staatlicher Intervention, sondern werden in ihrem konkreten Alltag zu Subjekten politischer Gestaltung. Im Zuge der Suche nach einer effektiveren Strategie zur Reduzierung von Sexismus ist der radikale Feminismus zu einer Infragestellung und Neuerfindung von Politik als solcher gelangt. Feministische Politik findet nicht im Staat oder auf ihn bezogen statt, sondern jenseits des Staates und in Distanz zu ihm. Projekte wie Inside profitieren dabei von Analysen und Konzepten, die aus einer langjährigen Verbindung feministischer und anarchistischer Politiken hervorgegangen sind. In der Überwindung der Staatsfixierung des bürgerlichen Feminismus sah Emma Goldman schon vor über 100 Jahren den spezifischen Beitrag des Anarchismus zum feministischen Kampf. Ihre Kritik galt damals der Suffragettenbewegung, die für das allgemeine Wahlrecht für Frauen kämpfte. In den USA bestand das Frauenwahlrecht in einigen Bundesstaaten bereits früher, wurde aber erst 1920 in der Verfassung verankert. Die Fokussierung auf die politisch-formale Gleichheit der Frauen, so Goldman, verengt die Ziele des Feminismus, dem es um eine umfassende und grundlegende Umgestaltung der sozialen Reproduktion gehen sollte. Der bürgerliche Feminismus ist dabei nicht nur einseitig und ergänzungsbedürftig, sondern erzeugt selbst wiederum problematische, wie Goldman sagt, tragische Effekte. Eine politische Emanzipation bei ausbleibender sozialer Emanzipation führt nämlich keineswegs zu einer wahren Gleichheit von Frauen und Männern, sondern verschärft ihre Ungleichheit. Formal gesehen können Frauen zum Beispiel einen Beruf ergreifen, weil aber die materiellen Bedingungen von Männern und Frauen ungleich sind, kommt es für Frauen zu einer Doppelbelastung. Schon weil sie sich weiterhin nebenbei um den Haushalt kümmern müssen, ihnen im Beruf weniger zugetraut wird und sie ihr geringeres Gehalt dazu bringt, den erstbesten Heiratsantrag anzunehmen, bezahlen Frauen diese formale Gleichheit mit der Zunahme von physischem und psychischem Leid. Statt also den Kampf um Emanzipation auf die formale Gleichheit zu reduzieren, müsste es um eine umfassende Transformation sozialer Beziehungen gehen. Goldman verlegt hier die politische Aufmerksamkeit vom Staat auf die weibliche Subjektivität, damit Frauen die, Zitat, grenzenlose Liebe und Ekstase, Zitat Ende, die sie in sich spüren, zulassen und ausleben können, müssen sie nicht nur wählen gehen dürfen, sondern auch die gesamte patriarchale Tradition der Unterwürfigkeit, des Puritanismus, der Spießigkeit, alle an sie gerichteten sexistischen Erwartungen und Konventionen abschütteln und bekämpfen und stattdessen ihre Persönlichkeit voll entfalten. Die wahre Emanzipation, so Goldman, Zitat, beginnt weder an den Wahlurnen noch in den Gerichten, sie beginnt in der Seele der Frau. Zitat Ende. Die Befreiung der Seele der Frau kann nicht im und durch den Staat erfolgen, sondern muss auf dem Terrain ihrer konkreten Lebensrealitäten betrieben werden. Eine der wichtigsten sozialen Sphären, in denen der Kampf um Emanzipation ausgetragen wird, ist die der Ehe und Familie. Die heterosexuelle Ehe ist eine Institution, die der Zementierung der Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen dient. Sie beruht auf einem Tauschgeschäft. Der Mann bekommt die Schönheit und Fürsorge der Frau. Die Frau bekommt wirtschaftliche Absicherung. Gerade dieser Tausch bringt aber die Frauen in ein Verhältnis der Abhängigkeit zu den Männern. Diese Abhängigkeit etabliert nicht nur ein Verhältnis
der ökonomischen, politischen und sexuellen Dominanz, sondern führt auch zu Zuständen der Entfremdung, des Unglücks und der Verdummung. Die zeitgenössische Literatur, so Goldman, ist von Schilderungen der Monotonie und Ödnis des Ehelebens voll. Ehe und Liebe bedingen einander folglich nicht, sondern schließen sich aus. Wahre Liebe kann nur freiwillig geschenkt werden und daher in Abhängigkeits- und Ungleichheitsverhältnissen nicht gedeihen. Das Gleiche gilt für die Kindererziehung. Für Goldman, die noch von der Mutterschaft als, Zitat, höchster Erfüllung der Natur der Frau, Zitat Ende, ausgeht, kann eine Frau nur dann eine wahrhaft sorgende Mutter sein, wenn sie sich zu dem Kind frei entschlossen hat, statt durch die Ehe dazu gezwungen worden zu sein. Die Veränderung der Intimbeziehungen hin zu einer freien Liebe, das heißt bei Goldman zunächst nicht viel mehr als eine freie Liebe, die aus freien Stücken geschenkt wird, lässt sich ebenfalls nicht durch staatliche Maßnahmen erreichen, sondern einfach dadurch, dass die Menschen beginnen, andere Formen von Beziehungen miteinander einzugehen. Dafür bedarf es bestimmter Rahmenbedingungen, die sich durch den Kampf gegen tradierte familiale Rollenbilder, für eine selbstbestimmte Geburtenkontrolle, die Aufhebung der geschlechtlichen Arbeitsteilung und die Konstruktion alternativer Partnerschaftsmodelle herstellen lassen. Erst ein halbes Jahrhundert später wurden diese Institutionen Emma Goldmans im Rahmen eines eigenständigen Ansatzes umfassender ausgearbeitet. Im Zuge der 1968er Revolten kam es als Ergebnis von Auseinandersetzungen innerhalb der feministischen Bewegung einerseits zur Entstehung der Strömung des prinzipiell staatskritischen radikalen Feminismus, andererseits zu einer breiten Revitalisierung der anarchistischen Tradition. Aufgrund der inhaltlichen Schnittmengen beider Ansätze ist es naheliegend, dass sich zwischen ihnen eine Allianz ergab, für die sich dann der Name Anarcha-Feminismus eingespielt hat. Anarcha-feministische Positionen sehen das Eintreten gegen Sexismus als integralen Bestandteil des Kampfes gegen Herrschaft insgesamt. Für den Anarchismus bedeutet diese Allianz, sich einer ganzen Palette von Themen zum ersten Mal systematisch zu widmen. Der Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper, reproduktiven Rechten und dem Zugang zu Empfängnisverhütung und Abtreibung, Kindererziehung und affektiver Arbeit, Alternativen zur Kleinfamilie und romantischen Zweierbeziehungen, der Infragestellung von Heteronormativität, Strategien gegen sexualisierte Gewalt, der Erfindung von Gegenbildern zu frauenverachtenden Darstellungen in den Medien. Für den Feminismus bedeutet die anarchistische Ausrichtung, dass es nicht länger um die Verbesserung der Stellung von Frauen innerhalb einer insgesamt ungerechten Gesellschaft gehen konnte, sondern um die Frauenemanzipation innerhalb anderer, etwa antikapitalistischer und antirassistischer Emanzipationsbestrebungen situiert werden musste. Die Bedeutung des Anarcha-Feminismus erschöpft sich aber nicht in der Zusammenführung zweier Themenfelder. Vielmehr impliziert er eine Kritik konventioneller Vorstellungen von Politik insgesamt. Anschließend an die von Emma Goldman formulierte Einsicht über die Grenzen einer rein formalpolitischen Emanzipation setzt der Anarcha-Feminismus auf die direkte Politisierung der konkret erlebbaren Lebensbedingungen von Frauen ohne Umweg über den Staat. Dieses Politikverständnis basiert dabei radikal auf der Idee der Selbstorganisation und der Erringung eigener Handlungsfähigkeit.
Empowerment. Die anarchistische Feministin Carol Ehrlich beschreibt 1977 den Unterschied dieser Strategie zum bürgerlichen Feminismus in einem Flugblatt so: Developing alternative forms of organization means building self-help clinics instead of fighting to get one radical on a hospital's board of directors. It means women's video groups and newspapers instead of commercial television and newspapers. Living collectives instead of isolated nuclear families. Rape crisis centers, food co-ops, parent-controlled daycare centers, free schools, printing co-ops, alternative radio groups and so on. Dieser postkonventionelle anarcha-feministische Politikbegriff bringt dabei wohlgemerkt nicht einfach bewährte politische Strategien auf dem Feld des Privaten zur Anwendung. Auch viele der bislang wichtigsten Praktiken aus dem Repertoire anarchistischer Politik, wie der Barrikadenkampf, der Streik, die Propaganda der Tat etc., werden der Spezifik sexistischer Herrschaft nicht gerecht. Anders als bei der Überwindung von Staat und Kapital geht es nämlich bei der Überwindung patriarchaler Strukturen nicht nur darum, Institutionen zu zerschlagen oder feindliche Kräfte zu überwältigen, die Unterdrücker abzuschaffen oder Ausbeuter zu enteignen. Stattdessen nimmt der Anarcha-Feminismus das Geschlechterverhältnis als Verhältnis ernst, das heißt als Konstellation sozialer Beziehungen, die man nicht verlassen kann und aufgrund intensiver emotionaler Eingebundenheit meistens auch nicht verlassen will. Statt also konventionelle politische Vollzugsmodi auf das Terrain des Privaten zu übertragen, setzt die feministische Selbstorganisation daher auf die Konstruktion neuer und auf die Transformation bestehender Gemeinschafts- und Beziehungsweisen. Ähnlich der Situation in der Linken insgesamt betraf und betrifft bis heute die anarcha-feministische Kritik auch die Rolle von Frauen in den eigenen Gruppen und Strukturen. Feministinnen mussten die Relevanz des Geschlechterverhältnisses für anarchistische Politik häufig mühselig gegen die eigenen männlichen Genossen durchsetzen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass linke Gruppen nicht im luftleeren Raum existieren, sondern ebenfalls von den patriarchalen Einflüssen der Gesamtgesellschaft geprägt sind. Dies betrifft im Extremfall Fälle von Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen innerhalb der anarchistischen Zusammenhänge, aber auch subtilere Dynamiken, die den Ausschluss oder die Unterordnung von Frauen fortschreiben, etwa durch eingespielte Arbeitsteilungen, bei denen Männer für das Texteschreiben bzw. Vorträge halten und Frauen für emotionale Unterstützung zuständig sind. Oder durch dominantes Redeverhalten, informelle Machtstrukturen und Checkertum. Zum Teil wurde versucht, diese männliche Dominanz durch Aufbau autonomer Frauenstrukturen aufzubrechen, wofür in Deutschland etwa die radikalfeministische militante Gruppe Rote Zora oder Frauen- bzw. feministische Antifa-Gruppen, Fantifa, stehen. Eine neuere Diskussion dreht sich aber auch grundsätzlich um die Frage des Maskulinismus vorherrschender Militanzvorstellungen. FeministInnen kritisieren, dass die Fetischisierung von Militanz, wie sie in einigen Teilen der Bewegung anzutreffen ist, etwa in den Praktiken des Schwarzen Blocks oder in den Texten von Gruppen wie dem Unsichtbaren Komitee, implizit militärisch-martialische Politikvorstellungen reproduziert. Eine Alternative liegt hier in der Entwicklung neuer politischer Taktiken, wie dem Radical Cheerleading oder dem Pink Block, die eher auf feministische, imaginäre Ressourcen zurückgreifen, sowie in der Kultivierung fürsorglicher und nachhaltiger sozialer Beziehungen,
wozu Kernkonzepte des Anarchismus, wie das der gegenseitigen Hilfe und der generellen Bedürfnisorientierung, mobilisiert werden können. Wie der Feminismus insgesamt, so musste sich auch der Anarcha-Feminismus seit den 1990er Jahren verstärkt der Herausforderung durch die Queer-Bewegung stellen. Queere Interventionen, am einflussreichsten die des Werks von Judith Butler, beginnen mit einer Infragestellung feministischer Essentialisierungen. Auf welcher Gemeinsamkeit basiert die Konstruktion eines einheitlichen Subjekts, die Frauen, die der Feminismus repräsentieren will? Biologistische Fundierungen, wie sie sich etwa in Goldmans Vorstellung eines natürlichen Mutterinstinkts der Frau oder in einigen differenzfeministischen Referenzen auf spezifisch weibliche Körpererfahrungen finden lassen, verdecken nicht nur die signifikanten sozialen Differenzen zwischen Frauen, sondern beruhen auch auf binären Geschlechterkonstruktionen, die als solche bereits ausschließend sind. Die Entessentialisierung des Subjekts des Feminismus hat zum einen zu einer Problematisierung auch bestimmter eingespielter radikal- bzw. anarcha-feministischer Praktiken geführt. Die Idee von Schutzräumen, etwa auf Kongressen, Festivals oder Partys, in denen Frauen unter sich und damit ein Stück weit vom Sexismus der Außenwelt geschützt sein sollen, muss sich beispielsweise immer mehr mit der Frage auseinandersetzen, nach welchen Kriterien sich der Zugang zu diesen Räumen, etwa für Transfrauen, beschränken lässt. In einem weiteren Sinne betrifft dies auch viele andere Praktiken, die spezifisch dem Empowerment und der Selbstorganisation von Frauen dienen sollen. Wer sollte an ihnen partizipieren? Wer sollte sie gestalten dürfen? Zum anderen hat queere Theorie und Praxis aber auch zu einer starken Belebung und einer Neuausrichtung des Feminismus geführt, die es ermöglicht, vielversprechende Verbindungen zum Anarchismus und Postanarchismus zu ziehen. Sowohl der Queer-Feminismus als auch der Postanarchismus treten für eine Befreiung von normativen und normalisierenden Zuschreibungen, identitären Fixierungen und gewaltförmigen Verwerfungen ein. Der sich neuerdings formierende Queer-Anarchism radikalisiert dabei den spezifisch anarcha-feministischen, prinzipiell anti-etatistischen Politikbegriff. Politisches Handeln beginnt demnach dort, wo ich die Sicherheit meiner vergeschlechtlichten Subjektivität aufs Spiel setze und aus dem Gefängnis meiner Identität ausbreche. Das kann verschiedene Formen annehmen, von einer experimentellen Überschreitung der eigenen Begehrensstrukturen über die Parodie von Geschlechterrollen durch das Drag und die hormonelle oder technologische Modifikation des Körpers bis hin zur Etablierung von Gegenmilieus für queere Polyamorie und Freundschaftskontexte. All diese Praktiken finden dabei in Distanz zum Staat statt, dem somit die Berechtigung aberkannt wird, über die Legitimität queerer Lebensformen, Existenzweisen und Begehrungsstrukturen zu entscheiden. Ebenso wie der anarchistisch inspirierte, intersektionale Feminismus von Initiativen wie Inside eine Alternative zum Carceral Feminism bereitstellt, so wehrt sich auch der Queer Anarchism gegen die Kooptierung queerer Lebensformen durch den Staat, etwa durch die Institutionalisierung der sogenannten Homo-Ehe. Wenn es gelingt, diese Etablierung von Radical Queer Spaces auf Dauer zu stellen und dabei auch die von vorherigen Generationen des Feminismus skandalisierten Erscheinungsformen von Sexismus und Patriarchat nicht aus den Augen zu verlieren, so lässt sie sich als präfigurative Politik im genuin anarchistischen Sinne verstehen.